Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, am Dienstagabend live bei RonTV. Unsere Blicke, Francesco, gehen heute gespannt nach Landau, denn da wird eine ganz besondere Steuer diskutiert. Ja, schönen guten Abend. In Landau, da diskutiert der Stadtrat heute über eine sogenannte Leerstandssteuer. Das wäre einmalig in Deutschland. Was dahinter steckt, über das sprechen wir gleich. Dann schauen wir aber auch auf den Apothekerprotest. Und zwar morgen, da möchten die Apotheken während einer Rede von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ihre Türen schließen. Wieso, weshalb, warum? Darüber sprechen wir auch heute. Und wie es zum Erfolg werden kann, wenn der Schüler plötzlich zum Lehrer wird und der Lehrer dann auch zum Schüler. Ja, wie das klappen kann, auch das verraten wir Ihnen gleich. Ganz viel Spaß bei Ron. Seit knapp einer Stunde debattiert der Stadtrat in Landau über die sogenannte Leerstandssteuer. Der Grund: der Wohnraum in der Stadt ist begrenzt und oft auch sehr, sehr teuer. Helfen könnte da der gestern beschlossene 14-Punkte-Plan der Bundesregierung und auch eine Steuer auf bisher unvermietete Immobilien. Was da genau dahinter steckt, Liam Gutnecht und Alicia Beißel berichten. Leere Wohnungen und Häuser auf der einen Seite, genug Familien und Einzelpersonen, die keine Wohnung finden, auf der anderen. Alltag im rheinland-pfälzischen Landau. Diese Problematik gibt es schon länger, wie uns Oberbürgermeister Geisler bereits im August schildert. Wir machen eine Riesenkraftanstrengung im Moment, um bezahlbaren Wohnraum für Familien, junge Familien, für Studentinnen und Studenten zu schaffen. Und dann merke ich, dass wir eigentlich bis zu 2000 Bürgerinnen und Bürger in Wohnung unterbringen könnten, wenn die leerstehenden Wohnungen auf dem Markt wären. Nicht nur Landau hat das Problem von leerstehenden Gebäuden und gleichzeitigem Wohnungsmangel. Darum treffen sich gestern Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Clara Geiwitz in Berlin, um den schleppenden Wohnungsneubau mit einem 14-Punkte-Plan anzukurbeln. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem erleichterte Genehmigungen und das bundesweit. Zudem sollen mehr Familien den Anspruch auf einen zinsgünstigen Baukredit haben. Das heißt, wir müssen den sehr harten Weg gehen, gleich zum einen Standardüberprüfungen zu machen, sodass wir in Zukunft wieder einfacher und preiswerter bauen können. Und das andere ist, dass wir punktuelle Anreize setzen müssen, zum Beispiel um kurzfristig Nachfrage zu schaffen für den Kauf von unsanierten Gebäuden, für den Umbau von Offices, die nicht mehr genutzt werden, in Wohnungen und andere. Und das haben wir gestern beschlossen. Für diesen Umbau sollen nochmal 480 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Hinzu sollen Richtlinien zum energieeffizienten Bauen wegfallen. Ziel der Maßnahmen: der Bau von 235.000 neuen Wohnungen. Neue, bewohnbare Wohnungen, auch Mangelware in Landau. Daher wird heute in einer Stadtratssitzung eine Leerstandssteuer diskutiert. Der Vorschlag kam von den Grünen. Eine Leerstandssteuer würde bedeuten, dass leerstehende Gebäude eine gewisse Abgabe zahlen müssen und dann entsprechend ein Anreiz besteht, diese Wohnungen auch wieder an den Wohnungsmarkt zu bringen. Diese Strafsteuer beträgt 2% pro Jahr. Gegenwind kommt von der CDU. In Deutschland hat Rheinland-Pfalz unterdurchschnittlich wenig Leerstand und Landau hat im Vergleich in Rheinland-Pfalz wiederum unterdurchschnittlich wenig Leerstand. Darum mit einer solchen Steuer in Landau zu beginnen, wäre völlig deplatziert, zumal es auch völlig rechtlich unsicher ist. Falls der Stadtrat sich für die Leerstandssteuer ausspricht, wäre die rheinland-pfälzische Stadt die erste in Deutschland mit solch einem Modell. Die Stadtratssitzung ist in vollem Gange. Mein Kollege Liam Gutnecht ist in Landau und hat die ersten Minuten mitverfolgt. Liam, welche Informationen gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Ja, lieber Max, die erste Information auf jeden Fall: es wird höchstwahrscheinlich keine Leerstandssteuer geben. Das liegt daran, dass die Grünen im Stadtrat hier in Landau höchstwahrscheinlich keine Mehrheit dafür bekommen. Dennoch, es kann heute zu einer Einigung kommen. Denn die CDU und die SPD haben einen Lösungsansatz, den den Grünen auch recht sympathisch ist, so kann man das sagen. Und von daher stehen heute die Chancen recht gut, dass man zusammenfindet. Denn das gemeinsam große Ziel ist es definitiv hier in Landau, den Leerstand in den Häusern zu minimieren. Und auch wenn es in den Medien ein großes Echo gab und auch ein großer Konflikt entstanden ist durch die große mediale Präsenz, kann man wieder zusammenfinden. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass hier heute Abend eine Einigung getroffen wird, wie der Leerstand verhindert werden kann. Jetzt bildet die CDU eine Koalition mit den Grünen und der FDP.
Die CDU hat einen eigenen Antrag heute Abend gestellt. Es geht um die sogenannte Zweckentfremdungssteuer, um da mehr Druck auf die Eigentümer auszuüben. Was genau steckt da dahinter? Richtig, der Zweckentfremdungssatzung, das bedeutet, dass es vergleichbar, um ehrlich zu sein, mit der Leerstandssteuer. Das bedeutet, dass man ein paar mehr Schritte gehen möchte. Die Leerstandssteuer ist sehr radikal, in Anführungszeichen. Das bedeutet, es wird sehr pauschalisiert und sofort eine Steuer verlangt. Bei der Lösung von der CDU und SPD heißt es, dass man erst verschiedene Schritte gehen möchte. Man spricht also die Verwaltung an und sagt, bitte klärt zuerst ab, ist wirklich ein Leerstand vorhanden? Als zweiten Schritt, was sind die Gründe dafür? Sind das logische Gründe? Die gibt es ja durchaus, wie Sanierungen etc. Und dann erst, wirklich im letzten Schritt, kann ein Bußgeld verhangen werden. Und das ist der Ansatz, den CDU und SPD planen. Man muss dazu aber auch sagen, den haben die Grünen schon vorgestellt gehabt im Februar, wollten das auch machen, haben aber von der Verwaltung in Landau gesagt bekommen, nein, das geht nicht, das ist ein zu großer Aufwand, dafür brauchen wir zu viel Personal. Und jetzt scheint es so, geht es am Ende doch. Also es wird spannend, wie sich die Leute dort entscheiden. Genau. Der Oberbürgermeister Dominik Geißler folgt dem Antrag der Grünen. Die CDU wiederum hat einen eigenen Antrag eingebracht. Warum sind sich CDU-OB und CDU als Partei hier uneins? Ja, das ist die spannende Frage. Dominik Geißler als Oberbürgermeister ist auch in der CDU. Und man muss schon so sagen, auch ich war ja vorhin gerade mit dabei bei der Sitzung, da ist Feuer zwischen CDU und dem Oberbürgermeister. Es läuft nicht alles glatt. Also es gab auf jeden Fall Konflikt. Und auch vorne, als ich mit einem der CDU-Politiker gesprochen habe, war ja auf die Frage, wie denn der Austausch gerade ist, sehr kurz angebunden. Also man merkt, da ist etwas Spannung zwischen den beiden Parteien. Und was auch auffällig war, er hat vorne in der Sitzung sehr oft von ich und die Grünen gesprochen. Also von einem Wir. Und für den Außenstehenden merkt man auf jeden Fall, er kann schon sehr mit der Idee von der Leerstandssteuer der Grünen sympathisieren. Dennoch merkt man auch, alle haben ja ein gemeinsames Ziel, alle verfolgen, dass man den Leerstand hier minimiert. Und von daher merkt man, er kommt auch so langsam wieder zurück zur Parteilinie. Dennoch, ich glaube, das war schon ein Konfliktpunkt zwischen der eigenen Partei und der muss jetzt definitiv ausgebügelt werden. Mein Kameramann kann es gerne mal zeigen. Hier hinter uns sieht man auch gleich das erste Beispiel für einen Leerstand in Landau. Das ist ein Gebäude, das schon seit über 10 Jahren leer steht. Das hat mir vorhin der CDU-Politiker erzählt. Und genau solche Immobilien möchte man eben mit dieser Leerstandssteuer, die nicht kommen wird, sondern mit dieser neuen Satzung retten. Und ja, das sind die Projekte, die Landau angehen möchte. Diese Sitzung heute wird noch mehrere Stunden dauern. Natürlich muss in der Stadt auch noch andere Punkte klären. Also, es bleibt spannend, wie sich hier die Politiker entscheiden. Die Eindrücke und Einschätzungen unseres Reporters Liam Gutnecht live in Landau. Vielen Dank, Liam. Du bleibst natürlich weiter für uns vor Ort. Wir werden es weiter beobachten. Kein Leerstand, sondern Stillstand. Das ist morgen Nachmittag für mehrere Stunden in vielen Apotheken bei uns in der Region angesagt. Das Ganze ist Teil des Tags der Antworten. Eine bundesweite Protestaktion, das von den Landesapothekerverbänden ausgerufen wurde. Was genau dahinter steckt und warum auch die Pelikan-Apotheke in Mannheim mit dabei ist, das wissen Alicia Beiß, Lydia Gleich und Alexander Kumpf. Penicillin, Fieber oder Kopfschmerztabletten. Wer Medikamente braucht, sollte diese am besten noch vor morgen Nachmittag besorgen. In vielen Apotheken bleiben dann nämlich die Türen geschlossen. Auch die der Pelikan-Apotheke von Michael Keller in Mannheim. Der Apothekenberuf ist einer der schönsten Berufe, die es in Deutschland gibt. Und so sollte es auch bleiben. Mit der Schließung zwischen 13 und 16 Uhr am Mittwoch wollen Apothekerinnen und Apotheker deutschlandweit ein Zeichen setzen. In dieser Zeit wird sich Karl Lauterbach im Rahmen des Deutschen Apothekertags virtuell ihren 6 wichtigsten Fragen stellen. Zuvor hatte der Bundesgesundheitsminister mehrere Gesprächsangebote abgelehnt. Die jüngere Apotheker sind mehr dabei, ältere Apotheker sind doch schon ein bisschen desillusioniert. Und denken einfach, ach Gott, das bringt ja doch nichts, weil einfach aus der Erfahrung bis jetzt so wenig rüberkam. Aber wir Apotheken haben einfach bis jetzt unser Streikrecht eigentlich nie richtig durchgesetzt oder ausgeführt, besser gesagt. Eine der Forderungen ist die Unterstützung bei der Gewährleistung flächendeckender Arzneimittelversorgung, auch in den ländlichen Regionen. Aber ganz oben steht natürlich die Honoraranpassung. Wir haben eine Wertschätzung, die wir unterirdisch finden bei der Politik. Wir brauchen einen dringenden und schnellen Bürokratieabbau und wir brauchen einfach eine Kommunikation mit den Krankenkassenverbänden, die auf Augenhöhe ist und nicht wir unten und die Krankenkassen 20 Stockwerke über uns.
Die letzte Honoraranpassung hat es 2013 gegeben. Viel zu lange her, findet auch Michael Keller, der seine Apotheke in der dritten Generation leitet. Es ist die älteste Mannheims. Ich habe zum Glück gute Mitarbeiter, die entsprechend aber auch bei der Stange gehalten werden wollen, weil es geht nicht nur ums Lust und um, ja, man will auch seine Familie ernähren und das ist manchmal nicht ganz einfach. Gerade deshalb ist der Termin mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach morgen so wichtig. Michael Keller und die vielen anderen Apothekerinnen und Apotheker in ganz Deutschland wollen sich nicht kaputt sparen lassen. Wir wechseln auf die Autobahn. Wenn man auf dieser unterwegs ist und es kommt plötzlich die Durchsage und weist auf einen Geisterfahrer hin, dann kann der Puls schon mal nach oben gehen. Vor allem, wenn man weiß, dass fast die Hälfte der Falschfahrer absichtlich so unterwegs ist. Das ergab jetzt eine neue Studie. Andere wiederum werden aus Versehen zum Falschfahrer, wie wir ihn jetzt zeigen. Geisterfahrerunfälle. Die meisten von ihnen enden tödlich. Wie extrem der Aufprall bei 100 Stundenkilometern ist, zeigt die Unfallforschung der Versicherer. Fast die Hälfte der Falschfahrer sind über 65 Jahre alt. Der häufigste Grund: Anstelle der Einfahrt nehmen die Autofahrer die Ausfahrt, um auf die Autobahn zu kommen. Genauso ist es auch Jürgen Maes fast passiert. Seine Mitfahrer hielten ihn in letzter Sekunde davon ab, unbeabsichtigt als Geisterfahrer auf der Autobahn zu landen. Da habe ich so gezweifelt an mir, habe ich gedacht, oh Mann, das war jetzt ein riesengroßer Fehler. Der 72-Jährige geht deshalb freiwillig noch mal zur Fahrschule und nimmt ein paar Stunden. Sein Fahrlehrer bietet extra Auffrischungskurse für Senioren an, kennt deshalb die Probleme der Älteren. Auf unbekannten Straßen, aber auch mit ihren oft hochmodernen Autos, sind viele überfordert. Hinzu kommt: Ich glaube halt einfach, dass die körperliche Einschränkung, die Zurückentwicklung eines Körpers, das ist ja völlig normal, dass da einfach die größten Probleme kommen. Es gibt aber nicht nur Geisterfahrer wie Jürgen Maes, die aus Versehen in den Gegenverkehr geraten. Fast die Hälfte der Falschfahrerunfälle entstehen, weil jemand absichtlich in die Gegenrichtung fährt. Nicht nur wegen suizidaler Absichten, sondern zum Beispiel, um am Ende eines Staus zu wenden. Deswegen reiche es laut Experten auch nicht aus, noch mehr Warnschilder an Autobahnausfahrten aufzustellen. Wenn ich natürlich 40% bewusste Manöver habe, dann wird das ja alles überhaupt gar nicht helfen. Das heißt, wir müssen umdenken, wir müssen viel schneller werden in der Warnmeldung und idealerweise auch beim Eingriff in das Fahrzeug, beispielsweise durch eine Notbremsung. Damit solche Unfälle hoffentlich immer seltener werden. Unfallfrei erfolgt hoffentlich der Transport des U-Boots U-17 von Speyer nach Sinsheim. Diese und weitere Kurznachrichten haben jetzt für Sie heute zusammengefasst von Rebecca Sauter und Lydia Gleich. Weitertransport vorbereitet. Das U-Boot U-17 wird ab heute aus dem Technikmuseum Speyer zu seinem finalen Ausstellungsplatz nach Sinsheim verlagert. Heute haben Arbeiter 4 Rollen befestigt, mit denen das U-Boot auf die Schienen geschoben wird. Die Schwierigkeit besteht darin, den Mittelpunkt des U-Bootes zu bestimmen. Wir haben heute die Drehkonstruktion unter dieses U-Boot geschoben und lassen jetzt, sieht man im Hintergrund, das U-Boot auf diese Rollenkonstruktion ab, so dass wir morgen dann das U-Boot drehen können. Die Transportkonstruktion ist über 10 Meter hoch, damit das U-Boot über die Neckarbrücken und beim Landtransport unter die Stromschienen der Bahn passt. Tierpfleger trauern. Im Heidelberger Zoo musste am vergangenen Mittwoch die beliebte Schimpansenchefin Heidi eingeschläfert werden. Sie war das ranghöchste Mitglied der Gruppe und wurde stolze 52 Jahre alt. Seit 1985 war sie in Heidelberg untergebracht. Sie hatte wohl seit einigen Jahren auch mit Herzproblemen zu kämpfen. In den letzten Wochen konnte sie nicht mehr aufstehen, essen oder auf ihre Artgenossen reagieren. Langes Warten. Heute hat die Gewerkschaft Verdi im Einzelhandel in Baden-Württemberg zu Warnstreiks aufgerufen. Laut Gewerkschaft sind Geschäfte wie H&M, Zara, Primark und auch Großhändler wie Ikea und Kaufland involviert. Die Städte Mannheim und Heidelberg sind von langen Schlangen an den Kassen besonders betroffen. Grund dafür sind die Tarifkonflikte. Hier fordert Verdi für Arbeitsverträge mit Laufzeit von mindestens einem Jahr im Einzelhandel 15%, im Groß- und Außenhandel 13% mehr Lohn. Feuer entfacht.
Heute Morgen kam es in der Mannheimer Kakaofabrik Olam Cocoa im Jungbusch zu einem schweren Brand. Laut Feuerwehr gab es zwei Brandstellen, die für eine starke Rauchentwicklung im Gebäude sorgten. Mit rund 50 Kräften hat die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist bislang unklar. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ist es schon der dritte Brand hier binnen eines Jahres. Wir werden sportlich. Seit rund zwei Wochen läuft die neue NFL-Saison, also die amerikanische Football-Liga, die beste Football-Liga der Welt. Übrigens gibt es diese live bei den Kollegen von RTL zu sehen. Und es ist der Traum eines jeden Footballers, einmal in dieser Liga zu spielen. Momentan läuft in London die NFL Combine. Da können sich Spieler aus aller Welt für die NFL empfehlen. Und mit dabei ist auch er hier, Luka Jokil. Der gebürtige Heidelberger hat schon im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam gemacht und nimmt bereits zum zweiten Mal an der NFL Combine teil. Der ehemalige Spieler der Heidelberg Hunters ist mittlerweile in Stuttgart aktiv. Mit seinem Team spielt er in der European League of Football. Der Schritt in die NFL ist für Jokil jetzt wieder zum Greifen nah und somit könnte der Traum vom NFL-Profi wahr werden. Wahr werden könnte am Wochenende der Traum des Ilvesheimer Nico Privitera und seinem Trainer Fabio Bühler vom Titel bei den deutschen Karate-Meisterschaften. Nico, hier rechts im Bild, ist ehemaliger Trainer, nun Schüler und wird nun ausgerechnet von seinem ehemaligen Schützling trainiert. Eine ganz besondere Konstellation. Mein Kollege Christopher Vogel hat die beiden so kurz vor dem anstehenden Saisonhöhepunkt im Training besucht und natürlich auch auf diese besondere und diesen Rollentausch angesprochen. Fokussiertes Arbeiten und eine optimale Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft. Darum geht es in den letzten Wochen für Nico Privitera und seinen Trainer Fabio Bühler. Gemeinsam nehmen die beiden am Samstag an der deutschen Meisterschaft im Karate teil. Eins haben beide schon mal gemeinsam: Karate ist für sie mehr als nur Sport. Also ich finde, beim Karate ist es eben dieser Weg, dieser Lebensweg, den man geht, dass man nie ausgelernt hat, dass man sich immer weiterentwickelt, immer was Neues lernt und auch immer neue, inspirierende Menschen kennenlernt. Und ich finde auch, im Karate ist dieses Umfeld, was man hat, sehr cool und es macht eben sehr Spaß, den Sport auszuüben. Den Weg im Karate gehen die beiden schon länger zusammen, früher jedoch in umgekehrten Rollen. Nico Privitera war lange Zeit selbst Trainer von Fabio Bühler, freut sich jetzt aber enorm, von seinem ehemaligen Schützling zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Total spannend, weil man da auch wieder sieht, dass es mehr ist als nur dieses Einseitige. Man hat verschiedene Rollen, dadurch eröffnen sich verschiedene Perspektiven. Auch jetzt in meiner Rolle vom Lehrer zum Schüler sozusagen, auch mal in die andere Perspektive zu schauen. Das eröffnet einfach nochmal weitere Horizonte und ist total spannend zu sehen, wie man sich da noch auf anderer Ebene weiterentwickelt. Für manche vielleicht eine ungewohnte Situation, für die auch privat befreundeten Bühler und Privitera jedoch kein Problem. Bis zu 6-mal in der Woche übt das Duo gemeinsam auf der Matte, um am Ende das große Ziel zu erreichen. Das Ziel ist natürlich, deutscher Meister zu werden und die Bestleistung auf die Matte zu bringen. Also da mache ich mir auch bei Nico keine Sorgen. Er hat wirklich eine super Vorbereitung hingelegt. Super trainiert, ist wirklich diszipliniert an allem dran geblieben, was wir uns vorgenommen haben. Und natürlich wäre es der krönende Abschluss, den deutschen Meistertitel mit nach Hause zu nehmen. Um den Titel letztendlich mit nach Hause zu nehmen, bedarf es ein gutes Stück Arbeit für Privitera. In zwei Disziplinen wird der 29-jährige Athlet geprüft und muss sich auf der Matte beweisen. Das ist einmal Kumite, das ist der klassische Partnerkampf, so wie man es kennt, mit Faustschützern, Fußschützern. Und dann wird auf Punkte gekämpft. Und die zweite Disziplin ist die Kata. Das ist sowas wie eine Kür, so kann man sich das vorstellen. Es geht darum, möglichst saubere Techniken zu machen, in einem guten Rhythmus und dabei natürlich keine Fehler wie Wackler oder sowas einzubauen. Die Performance muss also passen, aber auch die Chemie abseits der Matte muss stimmen, um im Duo erfolgreich zu sein. Dass das bei Privitera und Bühler der Fall ist, daran lassen die beiden keinerlei Zweifel aufkommen. Wir denken ziemlich ähnlich, wir haben denselben Humor und verstehen uns einfach blind. Also tatsächlich ist es so, der eine weiß immer, was im anderen vorgeht, man weiß genau, was braucht der andere gerade, ohne großartig Worte zu verlieren. Und das ist einfach eine Ebene, die funktioniert und alles, was wir bisher angepackt haben, hat geklappt.
Mit genau dieser Einstellung soll es dann auch am 30. September bei der Deutschen Meisterschaft in der Altersklasse Ü30 klappen. Angesichts des tollen Zusammenhalts ist Zuversicht definitiv erlaubt. Wir drücken die Daumen, dass es was wird mit dem Titelgewinn und dass sich dann beide sowohl als Trainer und auch als Sportler deutscher Karatemeister nennen dürfen. Ja, mit der deutschen Meisterschaft hätten die Fans der Adler Mannheim am Ende der Spielzeit sicherlich auch nichts dagegen. Heute gibt es erstmal neue Personalmeldungen, denn Torhüter Felix Brückmann hat sein Arbeitspapier bis zum Jahr 2025 verlängert. Felix sei ein Vorbild, ein Musterprofi, sagte Sportmanager Jan-Axel Alavara. So, wir machen eine kurze Pause, schnaufen kurz durch und danach geht es bei uns mit einer Hundeschule weiter, die ganz fragwürdige Trainingsmethoden anbringt. Bis gleich nach der Werbung. Willkommen zurück bei Ron. Wir kommen zu einem Fall, der nicht nur bei Tierfreunden Entsetzen auslöst. In einer Hundeschule werden junge Vierbeiner gezwungen, über eine Flamme zu springen. Eine mehr als traumatisierende Aktion für die Tiere. Wir sind zu der Hundeschule gefahren und konnten den Betreiber vor Ort antreffen. Larissa Thome, Lydia Gleich und Melanie Haselhoff berichten. Ohne sie geht nichts. Hundeschulen. Natürlich müssen junge Hunde erzogen werden, aber die Methoden des Hundetrainers Herrn K. wirken alles andere als tiergerecht. Diesem Hund versenkt das Feuer beinahe die Schnauze und dieser langhaarige Vierbeiner schreckt deutlich vor den Flammen zurück. Herr K. aber meint, die Hunde würden sich nur anstellen. Jo, passiert doch gar nichts. Fünfbacke. Hundebesitzer im Ort sind entsetzt. Das ist schrecklich, finde ich. So kann man, braucht man Hunde nicht erziehen. Ich für mich mit meinem Hund halte das nicht für sinnvoll und werde es auch nicht tun. Ich denke, es ist auch Tierquälerei. Von den Trainingsmethoden der Hundeschule kann Tierarzt Henning Wils aus Landau nur warnen. An so einem Brett kann man sich auch mal ein Bein aufreißen, man kann sich ein Bein auskugeln. Also das finde ich hochgradig riskant, da wirklich schon bei so jungen Hunden auch Verletzungen zu riskieren. Vor allem die Feuerübungen seien extrem gefährlich. So ein langes Fellkleid, das brennt sofort lichterloh, da löscht man auch einfach nichts mehr. Unsere Recherchen ergeben, Herr K. war Polizeihundeführer. Vor Ort kommen wir tatsächlich mit Herrn K. ins Gespräch. Hallo, das ist Atomé von RTL. Wir konnten gerade mit dem Hundetrainer sprechen. Vor der Kamera äußern wollte er sich aber nicht, weil bereits gegen ihn ermittelt wird. Er hat uns aber erzählt, dass er die Trainingsmethoden deswegen anwendet, weil er die Hunde auf jede Situation, die im Alltag eintreffen könnte, vorbereiten möchte. Außerdem hätte sich kein Hund bei den Übungen verletzt. Höchst gefährlich sind sie trotzdem. Und Hunde auf Flammensprünge für den Alltag zu trainieren, alles andere als sinnvoll, findet Hundetrainerin Katrin Bechtel aus St. Leon Roth. Ich würde jetzt meinen Hund nicht auf Feuer trainieren und wir trainieren das hier auch nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund in einer Brandsituation oder in eine Brandsituation gerät, ist jetzt nicht so groß. Wir haben eher mit den Hunden Probleme, die keinen Respekt vor dem Feuer haben. Den Hunden extra ihren Fluchtreflex abtrainieren? Wohl keine gute Idee. Erst recht durch brutales Training mit hohem Verletzungsrisiko. Die mögliche Folge? Verängstigte Hunde, die unkontrolliert beißen. Der Betreiber reagiert. Wegen der immer größer werdenden Kritik und auch den Anfeindungen möchte er die Übungen mit der brennenden Stange in Zukunft nicht mehr anbieten. Hinter allen anderen Übungen steht er aber. Und auch die sind laut unseren Experten fraglich. Inzwischen haben sich die Behörden eingeschaltet und das vorläufige Verbot zum Weiterführen der Hundeschule erteilt. Gegen Herrn K. wird jetzt ermittelt. Wir machen mit erfreulicheren Meldungen weiter. Hier kommt das Wetter. Einsteigen und wohlfühlen. Der Ford Mustang California Special. Der Ford Store Auto Knapp präsentiert Ihnen das Wetter. Hochrosi beschert uns weiterhin tolles Altweibersommerwetter. Nach kühler Nacht beginnt der Mittwoch zwar oft mit Nebel, der sich teilweise auch mal zäher halten kann. Meist löst er sich aber schon im Laufe des Vormittags auf und macht der Sonne Platz. Und dann wird es auch angenehm warm. Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages an Rhein und Neckar bis auf 27 Grad. Im Bergland bekommen wir um 23 Grad. Ähnlich schön verlaufen die kommenden Tage. Nach Nebelauflösung erwartet uns weiterhin viel Sonne. Nur im Laufe des Freitags ziehen zeitweise dichtere Wolken mit Regen durch. An den Temperaturen ändert sich ebenfalls nur wenig. Es bleibt angenehm warm mit Höchstwerten bis 28 Grad. Ein Ebert, ein Wort. Markenvielfalt für die Region. Der Ford Store Auto Knapp präsentierte Ihnen das Wetter.
Eben haben wir im Newsblog noch darauf hingewiesen, dass der Transport des U-Boots stattfindet. Jetzt gab es inzwischen wieder neue Meldungen, Francesco, denn der Transport ist abgesagt. Ja, wir haben eine wache Redaktion. Die haben mir gerade noch dieses schlaue Stück Papier zugesteckt. Das Technikmuseum hat diese Maßnahme abgesagt, weil sie eben nicht ganz garantieren können, dass das U-Boot heile bleibt. Aber das möchte man und deswegen haben sie gesagt, lass uns safe sein und das absagen. Und wir sind safe morgen wieder für Sie da. Schönen Abend. Ciao.